Herr Dr. Preetz, Sie werden jetzt Frau Herzog in die Hypnose versetzen. Gut. Dazu setzen Sie sich meistens hin. Ja. Ich mache mal schnell, oder wir lassen mal das Studio ein bisschen dunkler machen. Gerade für diese Phase, bis Frau Herzog in der, wie sagen Sie das so schön? In Trance. Der, in der Trance ist. Bitte sehr. Okay. Frau Herzog, sind Sie bereit? Ja. Gut, dann schauen Sie bitte auf meine Finger. Atmen tief ein. Schließen die Augen und lassen vollkommen los. Gehen tief hinein. Und wenn Sie ganz tief sind, dann hebt sich Ihr rechter Zeigefinger ganz von allein. So ist das gut. Frau Herzog befindet sich jetzt in einer Trance. Jetzt könnte man gleich mit der Arbeit beginnen. Ich sage noch dazu, das geht natürlich nicht beim ersten Mal so schnell, da braucht man länger. Hm. Aber wenn der Patient einmal in einer sehr tiefen Trance war, kann er immer sehr schnell wieder hereingehen. Das geht wirklich rasend schnell jetzt. Das geht sehr schnell, gut. Wie merken wir das jetzt? Ich gebe jetzt ein paar Demonstrationen, das würde man in der zweiten, dritten Sitzung gar nicht mehr machen. Ja. Das ist jetzt einfach, um zu zeigen, dass eine Trance besteht, dass Dinge funktionieren, die nur allein vom Wachbewusstsein her nicht möglich sind. Ich werde jetzt eine Katalepsie herstellen. Wenn ich den Arm hebe, bleibt er in der Position, in der ich ihn bringe. Das heißt Katalepsie? Ja, eine Art Starre. Ja. Ich hebe den Arm und er bleibt in dieser Position. Und der Arm könnte eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde in dieser Position bleiben, ohne Ermüdungserscheinung, was wir bewusst nie könnten. Ja. Okay. Hypnose kann bestimmte Hirnfunktionen hemmen, Körperfunktionen oder auch verbessern. Ich zeige das mal am Beispiel. Ihre Augen sind fest geschlossen. Sie können die Augen nicht öffnen. Sie versuchen jetzt, die Augen zu öffnen. Sie können sie nicht öffnen. Okay, Sie können aufhören, es zu versuchen. Lassen los und sinken tiefer. So ist das gut. Und wenn Ihr Arm sich absenken will, federt er nach oben. Wenn er sich absenken will, federt er nach oben. Ich werde Sie gleich auffordern, Ihren Arm abzusenken, Sie sind nicht dazu in der Lage. Versuchen Sie jetzt, Ihren Arm abzusenken. Sie können den Arm nicht absenken. Und der Patient versucht jetzt wirklich mit aller Kraft, den Arm abzusenken. Es ist nicht möglich. Können Sie uns noch was an Ihrer Patientin demonstrieren, damit das für uns noch mal richtig anschaulich wird? Gut, wir haben hier jetzt einen Hypnosezustand, in dem man alle therapeutischen Dinge durchführen kann. Ich werde zwei Beispiele demonstrieren, die therapeutische Relevanz haben. Frau Herzog, Sie hören meine Stimme wieder deutlich zu Ihnen sprechen. Die Szene tritt in den Hintergrund. Sie sind wieder ganz hier in diesem Raum. Sie fühlen sich wunderbar. Ich streiche gleich dreimal über Ihre rechte Hand. Beim dritten Mal ist Ihre rechte Hand taub und unempfindlich. Ich streiche dreimal über Ihre rechte Hand beim dritten Mal. Empfinden Sie ein deutliches Taubheitsgefühl. Eins, zwei. Okay, wenn ich es Ihnen sage, öffnen Sie die Augen und sinken noch tiefer. Öffnen Sie jetzt die Augen. Nehmen Sie bitte die Kanüle mit der linken Hand. Okay. Und sagen Sie bitte schmerzfrei. Schmerzfrei. Und ein Pixel. Okay, es reicht. Und wie hat sich das angefühlt? Obwohl. Und jetzt sagen Sie bitte schmerzhaft, aber vorsichtig. Schmerzhaft. Ganz vorsichtig, vorsichtig. Au. Okay, gut, das reicht. Geben Sie mir die Kanüle, schließen Sie die Augen, machen Sie es wieder ganz bequem und sinken Sie tiefer. Tiefer und tiefer mit jedem Atemzug. Man kann also den Schmerz ein- und ausschalten. Hm. Ich zeige jetzt ein anderes, das ist ein Beispiel aus dem körperlichen Bereich, ein Bereich aus auf der geistigen Ebene, das Gedächtnis. Ich nehme jetzt Ihren Arm, Ihren rechten Arm und zähle bis drei. Wenn ich bis drei zähle und den Arm fallen lasse, entfällt Ihnen Ihr Name. Wenn der Arm fällt, entfällt Ihnen Ihr Name. Sie können sich nicht mehr an den Namen erinnern. Eins, zwei, drei. Ihr Name ist Ihnen entfallen. Wie heißen Sie? Okay, sehr gut. Atmen Sie tief ein und wieder aus. Und wenn ich jetzt bis drei zähle, und jetzt demonstrieren wir die Hyperamnesie, die Aktivierung des Gedächtnisses. Wenn ich bis drei zähle und Sie bei drei berühre, sind Sie bei drei an dem Tag in Ihrem Leben,
an dem Sie Ihre ersten Schritte gegangen sind. Sie können alles sehen, hören, sind an diesem Ort. Sie sehen sich, Sie sehen, wer mit an diesem Ort ist. Und Sie hören, was gesprochen wurde. Eins, zwei, drei. Sind Sie drin oder draußen? Drin. Ist Tag oder Nacht? Tag. Sind Sie allein oder mit jemandem? Ich bin allein. Okay. Was geschieht? Ich stehe so im Laufstellchen, an dem ich mich hochziehe. Und gehe so vorsichtig zwei, drei Schritte in Richtung, ja, in die Mitte. Wie fühlt sich das an? Ängstlich, unsicher. Ich wackel. Ängstlich, unsicher. Sie wackeln. Falle ich dann um. Was haben Sie an? So eine weiße Wollstrumpfhose und blauen Pullover. Gibt es irgendwas, was Sie... Gibt es Gerüche, Düfte, Geräusche, Töne? Ja, aus der Küche kommt gerade so ein Bratenduft. Meine Mutter kocht wohl was. Okay, atmen Sie tief ein und wieder aus. Lassen Sie die Szene in den Hintergrund treten. Sie fühlen sich vollkommen wohl. Und wenn ich Sie gleich wieder aufwecke, sind Sie frisch und wach. Sie fühlen sich vollkommen wohl. Sie fühlen sich erholt, erfrischt. Sie fühlen sich wunderbar von Kopf bis Fuß in jeder Hinsicht. Sie fühlen sich vollkommen wohl, vital, voller Spannkraft. Bei drei sind Sie frisch und wach, ganz wieder im Hier und Jetzt. Sie fühlen sich vollkommen wohl. Eins, zwei, drei. Okay, vielen Dank. Okay, Frau Herzog, wie fühlen Sie sich? Gut.